Ein Simpsons-Quiz, awesome. Hat Homer einen Bruder? Moin Leute, zu Beginn der heutigen Folge verschlägt es uns nach Österreich oder um genau zu sein zu einem kleinen Österreich-Quiz von Airbee. Hey Palle, AT gleich Austria gleich Österreich-Quiz. Mal schauen, ob du ein paar Begriffe kennst. Liebe Grüße, Airbee. Okidoki. Play. Hey Palle, hier mal ein Quiz für Pedizzle, bei dem du österreichischen Dialekt lernst. Okay. Gugurutz. Das ist natürlich der leckere... Jawohl, der leckere Mais und kein Fluchwort. Paradeiser bedeutet... Hoffentlich Karotte? Ah, verdammt! Okay. Euder ist... Ja, oh, ich bin 12 Euder alt. Jawohl. Okay. Herst bedeutet... Nee, hörst du bestimmt. Name würde keinen Sinn machen. Jawohl. Erdapfel, das sind auf jeden Fall Kartoffeln. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, yes. Das ist aber, glaube ich, auch in Deutschland so. Erdapfel, denn das kennt man hier auch. Servus verwendet man zum... Bestimmt zu beidem. Jawohl. Matura bedeutet Abitur. Das habe ich nämlich schon ein paar Mal in den Kommentaren gelesen, wenn Leute geschrieben haben. Bei uns gibt es kein Abitur, das nennt sich bei uns Matura. Ist mal wurscht bedeutet, ist mir egal... Und da ist er, der Victory. Wir haben gar nicht so schlecht abgeschnitten. War auf jeden Fall ein schönes kleines Österreich-Quiz. Paluten 14 Step Run von The Pumpkin Soup mal wieder. Hey, Palle und andere, das ist mein viertes Level für dich. Es ist ein kleiner Step Run. Ich hoffe, es gefällt dir. Viel Spaß und ein schmackotastisches Hullo. Play now. Okidoki. Oh Gott, oh. Ui. Ja, gut. Ich meine, wir haben keinen Kopf mehr, aber wir haben den Victory. So, Exit to Menu, wunderbar, ein kleiner First Try hier. Oh, hier ist auch gleich so nennt sich direkt das nächste Level. Paluten 14 First Try von My Name is Anna. Hi, ich habe mich entschieden, einen Parcours zu bauen. Ich hoffe, es gefällt euch. Kannst du bitte Julia Anna grüßen? Viel Spaß und ein kräftiges Hullo. Ja, oder schöne Grüße an euch beide. Und ich hatte gerade so einen leckeren Shake mal wieder. Hallo Paluten und andere, das ist mein Parcours. Ich hoffe, es gefällt euch. Dir kannst du bitte Julia und Anna mich grüßen. Viel Spaß und ein kräftiges Hulu. Okidoki. Ich weiß nicht, wieso die Leute das immer so doppelt gemobbelt schreiben. Einmal in der Beschreibung und dann noch einmal im Level. Hui, da war knapp. Okay, langsam. Ah, warte, Vorderrad, Hinterrad. Und dann Z. Ja, Shake hatte ich mir. So einen kleinen leckeren Schokoshake mit Leinsamen, Haferflocken, Haferkleie. Das ist mal wieder ganz gut. So morgens ist es richtig lecker. Das Ganze zu slurpen. Kann ich nur jedem empfehlen, sich auch mal so eine Mischung zu machen. Und da ist er, der Victory. Wie hat's dir gefallen? Kurz und knackig, hat alles funktioniert. Tip top. Paluten 14, Neon KK von Verox Plays. Hey Paluten und andere, das ist mein zweites oder drittes Level. Es ist ein Reupload von Paluten 9. Aber sonst viel Spaß. Hullo! Okidoki. Schritt 1, Jetfall. Okay. Ja. Oh nein! Ui, 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 oh Gott! Okay, Harpunen. Ach, die Harpunen, die können mir nix. Ich bin indestructible. Hieß nicht auch so mal. Ui! Alter, haben wir Glück gehabt. Slow? Ist es ein Fake-Slow-Part? Mit Werbung? Ach ja, gönnen wir uns hier. YOLO McMonolo! Währungsplace heißt der feine Kerl. Und Paluten 14 heißt das nächste Level von Like a Rupert. Hey, Paluten, steht... Achso, hey, alles steht im Level. Da stand nicht mal irgendwas von Paluten. Wieso habe ich das vorgelesen? Ich weiß es nicht. Hoffe, es gefällt dir. Hallo, ist ein Quizzle. Alright. Okay. Was ist die Hauptstadt von Thailand? Davon komme ich. Also Thailand. Ah, okay. Bangkok? Ist es Bangkok? Bitte lass es Bangkok sein. Richtig, jawohl. Das andere hat mir überhaupt nichts gesagt. So, warte mal, darf ich hier durch? Zack. Wie viele Shapes kann man in Happy Wheels fürs Level bauen haben? Nicht den Hauch, eine Ahnung, aber ich sag mal 500. Yes. Ich möchte hier gerne durch. Ich möchte hier gerne durch. Ich möchte hier gerne durch. Ich komme hier nicht durch. Ja. Jawohl. Okay. Wen mag Paluten mehr? Das ist eine richtig gemeine Frage. Frosche, ich mag beide gleich gern. Guck mal hier.
Edgar und Frosch LP. Mensch, ist das ist doch skandalös, dass ich mich jetzt entscheiden muss. Aber da ich Frosch LP schon länger habe, ist es... ich mag beide gleich gern. Das ist... Ah, beides richtig. Okay, genau. Das würde ich aber auch laut sagen hier. Beiden sind super. Und ich komme hier trotzdem immer nie richtig durch. Und da ist er. Der Victory. Willst du mehr haben? Ja, auf jeden Fall. Waren interessante Fragen. Bei unten wird es ein Impossible von Super No Name 123. Hey Palle, ein Re-Upload? Ist mir aber egal, denn es ist nur wichtig, dass es dir euch gefällt. Nun gut, jetzt wird gespielt. Viel Spaß und hullo. Okay. Oh Mensch, Alter, hier ist er. Hier komme ich aber elegant drüber. Ach, das war's noch gar nicht. Ich bin im Paradies. Essen. Hui, 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 hui. Und der Victory. Gott sei Dank war das nicht ganz so impossible wie angekündigt. Paluten 14 von Ezio. So hieß doch der eine auch von Assassin's Creed, oder? Ezio Auditore? Irgend sowas in der Richtung, da kann ich mich noch dran erinnern. Hey Palle und andere Happy Players. Dies ist mein erstes Level. Ich hoffe, es gefällt euch. Hullo! Okidoki. Okay. Der war aber ein ordentlicher Schuss hier. Oh Gott, der trifft mich. Nein! Warte mal, ich mach das einfach so. Timmy! Kanone! Nein! Oh Gott! Okay, warte mal. Ich wollte Timmy eigentlich da... Warte. Abschuss! Jawoll! Und nochmal der Frontflip hier. So muss man das machen. Seinen Sohn opfern, um selber den Victory sich zu holen. Hoffentlich schaffen wir das auch. Kommt jetzt noch? Da stand irgendwas... Oh, Arrows sollte da wohl stehen. Oh, kurzer... Nein! Oh, und dann kommt da am Ende nochmal eine Abrissbirne. Oh Gott! Oh, was war das denn? Zack. Ja, du hast doch Timmy erwischt, nicht mich. Sauber. Ui, das war gerade auch wieder ein bisschen knapper als gedacht. Oh. Moa, Pidissel kürzt ab hier. Jetzt müssen wir, ja genau, Arrows. Und hier kommt gleich die Abrissbirne. Warte. Da fährt die längs. Wenn sie nach oben. Jetzt. Jawohl, Safe Zone. Okay, wir müssen kurz warten. Wir haben, glaube ich, auch genügend Zeit. Jetzt. Oh, war das knapp. Stopp. Und jetzt. Nein! Dammit! Ah, nee, da machen wir jetzt aber nicht nochmal. Das, ach Mensch, ey. Paluten 14 Simpsons? Von Chris Zone? Was geht ab, Palle und ihr anderen? Viel Spaß mal mit dem Quiz. Und zum Schluss noch ein kräftiges Hullo. Ein Simpsons-Quiz. Awesome. Hat Homer einen Bruder? Yep, hat er. Zack. Homer Simpson hat einen Halbbruder. Er heißt Herbert Powell und ist der uneheliche Sohn von Abraham Simpson. Was war Maggies erstes Wort, das sie gesagt hat? War es nicht sogar Lisa? Ich glaube, es war Lisa. Falsch? Maggies erstes Wort war Daddy, jedoch war sie allein im Zimmer und keiner hörte sie. Ah, ich dachte, das wäre mit Lisa da gewesen. Gibt es in der Familie Simpson einen Hugo Simpson? Ja, stimmt. Das war doch dieser komische Bruder von bei der Treehouse of Horror Folge. Hugo Simpson ist der böse siamesische Zwilling von Bart. Hugo wurde von Homer und Marge auf dem Dachboden aufgezogen und nur mit Fischköpfen gefüttert. Obwohl es war doch dann eigentlich so, dass Bart der böse Bruder war. Wie lautet Mr. Burns ganzer Name? Charles Montgomery Burns oder... Thomas James Burns. Nee, Charles Montgomery Burns. Jawohl. Hat es dir gefallen? Soll ich noch mehr machen? Mach auf jeden Fall mehr. Simpsons Quiz war echt cool. Das, weil allein schon an den Fragen, das war nicht irgendwie, wie heißt der Vater von Bart Simpson? Das wäre so eine lame Frage gewesen. Aber das waren coole Sachen. So, Paluten 14, Impossible von Mr. Rainbow. Das ist possible, aber impossible. Wenn ihr nicht wisst, wie es geht... Schaut mein Replay. Okay, das werden wir jetzt erstmal nicht tun, denn wir wollen ja irgendwie wollen wir ja rüber hier. What the? Weil wir müssen nämlich so antäuschen. Weil, guck mal. What? Man konnte da unten einfach durch.
Lauf bei mir. Palo und wird in Spikefall von Derp Levelmaker. Hey Palo, das ist mein zweites Level für dich. Ein Spikefall. Es ist zwar relativ kurz und einfach, aber ich habe mir viel Mühe gegeben mit dem Design. Ich grüße Kara und Lukas. Schöne Grüße an Kara und Lukas. Okidoki. Go. Ist kein Problem hier. Zack, runter, Victory. Verdammt, ja, das wäre so toll gewesen. Okay, wir müssen einen Ticken langsamer sein. Oh, aber nicht so lang. Oh, oh. Spring einfach rüber hier. Oh, das könnte ein Victory werden. Bitte, 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 bitte. Oh, verdammt. Komm schon. Gib mir den Victory. Jetzt, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sehr gut sogar. Jawohl, da ist er, meine Damen und Herren. Der Victory. Paluten 14. Wie weit? Von Grappy Horny. Hey, Paluten. Hoffe, du hast Spaß. Wenn du Hilfe brauchst, dann schau mein Replay. Ich hoffe, das ist nicht so ein Level, wie ich mir das denke. Ah, nee, ist es nicht. Awesome. Ach so, hier kann ich fliegen. Und... Oh. Was geht ab? You are the best player. Und das in einem First Try. Läuft bei mir. Meine Damen und Herren, das soll es für heute gewesen sein mit einer schmackotastischen Folge von Lost Happy Wheelers. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst doch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Und ja, ansonsten wünsche ich euch allen noch einen angenehmen, hoffentlich sonnigen Tag. Vergesst nicht, euch einzucremen, weil so Sonnenschutz, nicht, dass ihr dann so einen Sonnenbrand bekommt wie ein Kollege von mir. Der war letztens einmal Fußball spielen, für 45 Minuten direkt Sonnenbrand. Leute, und die Haut, das haben meine Eltern immer gesagt, die Haut, die vergisst niemals. Also, nur gut, was laber ich eigentlich schon wieder für einen Kack am Ende? Leute, haut rein! Ciao, ciao!